Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Revelations. Wir haben das letzte Mal die Sequenz abgeschlossen und sind deshalb wieder hier und wir gehen jetzt aber direkt hier durch in die neue Sequenz. Sequenz 3 müsste das sein, wenn ich mich richtig erinnere. Claudia. Konstantinopel, die Türken nennen es Istanbul, hat mich wie einen Einheimischen aufgenommen. Die Assassinen hier, angeführt von einem redseligen Kämpfer namens Yusuf Tazim, sind sehr stolz auf ihre Stadt. Sie ist so vielseitig und farbenfroh, wie man es sich nur vorstellen kann. Doch es gibt auch Probleme. Eine Gruppe byzantinischer Templer kämpft immer noch um Einfluss und ihre Angriffe haben meine Suche nach den Schlüsseln behindert. Aber sobald ich in der Lage dazu bin, werde ich nach Nikolopoulos früherem Handelsposten und weiteren Hinweisen suchen, die mich näher an die Masyaf-Schlüssel heranbringen. Interessant. Ja, aber wir sind jetzt immer noch in Konstantinopel. Verloren und gefunden. Bei einem Assassinen-Hauptquartier offensichtlich, denn das ist hier so ein Assassinenturm. Ach ja. Wie waren wir? Herr Yusuf. Wir haben gesiegt und unsere Feste zurückerobert. Doch wir haben auch einige Freunde verloren. So viel Tod für einen so geringen Ertrag. Ihr habt doch etwas Erfahrung bei der Rekrutierung neuer Assassinen, oder? Mehr als nur etwas. Die Menschen hier sind diese Templerangriffe leid. Könnt ihr nicht euren Charme einsetzen und neue Rekruten für uns finden? Sie. Aber diese Feste eignet sich nicht mehr für ihre Ausbildung. Nicht so bald. Ein guter Einwand. Sprecht mit meinem Mann in Galata, wenn ihr fertig seid. Er kann euch bei der Ausbildung helfen. Aha, wir kriegen also wieder eine Assassinen-Gilde. Sehr cool, da freue ich mich schon drauf. Das mag ich ja immer sehr gerne. Mit den Assassinen. Der Galata-Bezirk ist übrigens der hier oben. Das wird uns auch oben links hier angezeigt. Das ist der Galata-Bezirk. Hier müssen wir dann mit dem einen Typ reden. Huch. Hallo? Ja. Und hier ist erstmal unsere nächste Erinnerung. Da wir hier sonst noch gar nicht so viel machen können, würde ich sagen, begeben wir uns einfach erstmal direkt dahin. So, neue Gegenstände bei Schmieden freigeschaltet. Falls wir auf dem Weg dort vorbeikommen, werden wir da doch mal reingucken. Neue Gegenstände in Buchläden. Ups. Nein, es gibt schon wieder diese Leute, die um einen kämpfen. Ach, um einen kämpfen. Wir müssen den hier übrigens jetzt mal gerade eben bestechen. Oh, es kostet nur noch 100. Allerdings müssen wir den jetzt wieder bestehlen, weil ich habe keine Lust, diese 100-Aktie da nicht zu haben. Nieder mit euch? Nö, niemals. Ich hoffe, wir sind gleich mal da, aber es sieht so aus, als wären wir schon am Hafen. Ist das nicht gefährlich? Ja, wir sind schon da. Wir sind schon direkt richtig hier. Achso, oh, da ist einer gefangen. Ey, der kommt mir bekannt vor. Den haben wir doch, der war doch vor dem Tor mit der Schlüssel, mit den Schlüsseln drin. Seid ihr ein mitfühlender Mann, Effendim? Achso. Könnt ihr mir helfen? Nee, der sieht nur so aus. Dass ich Obst gestohlen habe, leugne ich nicht. Aber doch nur, weil mein Hunger größer war als mein Gewissen. Bringt mir den Schlüssel für diese Kette. Und es soll sich zehnfach lohnen. Aha, okay. Der Gefangene. Der Mann wurde verhaftet, weil er Nahrung gestohlen hat. Beweisen Sie Ihre Güte. Der Wache den Schlüssel per Taschendiebstahl abnehmen. Ja, Wartet hatte ich vor. Hier. Wird natürlich wahrscheinlich nicht so leicht. Die Phosphoren und Nungwarthändler. Keine Ahnung, habe ich jetzt so schnell nicht lesen können, leider. Okay, da ist der Typ. Alles klar, dann gehen wir da mal hin. Hier sind wie gesagt auf der Karte die gelb-orangefarbenen Punkte, die Wachen, nicht mehr die roten. Rote Punkte gibt es nicht.
Bis ich das gecheckt hatte, als ich das selber gespielt habe, war es auch erstmal... Oh je. Ah, es gibt... Doch, es gibt rote Punkte, aber das sind irgendwie andere Wachen. Also es gibt verschiedene Wachen, die auch verschieden... ...gekennzeichnet werden. Ach, komm schon. Du kannst mir doch nicht verbieten, da lang zu gehen. Hm, gehen wir mal hier hoch. Vielleicht ist da hier ja frei. Ach, hi. Ja, natürlich. Und zwar V. Bam. Der da unten hat das jetzt gehört übrigens. Aber der sieht uns ja gar nicht. Deshalb kann der ja gar nicht wissen, dass wir das waren. Weil der uns ja gar nicht gesehen hat hier oben auf dem Dach. Siehst du? Jetzt hat er schon wieder das Interesse verloren. Denn der hat uns gar nicht dabei beobachtet, wie wir hier den Typ da getötet haben. So, jetzt müssen wir hier nur mal diesen Typen finden. Ne, das ist die Spur, wie die Wachen laufen. Nee. Der ist hier nirgends zu sehen. Was ist das da hinten? Ah. Ziel lokalisiert. Sobald ich ihn lokalisiert habe, bewegt er sich natürlich auch direkt erstmal. Oh Mist. Das war sehr amüsant, aber ich muss jetzt gehen. Ja, das war dämlich. Ach Mann, ich wollte das eigentlich ganz anders machen. Ich muss wohl meine Medizin. Entfernung zum Ziel verringern. Ich darf nicht vor dem weglaufen, oder was? Ach, genau. Jetzt kriege ich leider nicht die volle Synchronisation. So. Aua. Ja. Jetzt haben wir leider die volle Synchronisation nicht bekommen. Aber das war jetzt nicht anders möglich. Aber egal. Ach, halt die Klappe, Junge. Huch. Das war anders geplant auch. Egal. Ja, natürlich, du bist unschuldig. Weißt du, man beschuldigt sie wegen nichts. Also man hat sie nicht mal beschuldigt und sie beteuert schon ihre Unschuld. Das heißt, sie hat irgendwas gemacht. Hi. Ihr beschämt mich, Effendim. Ich kehre zu dem Mann zurück, den ich bestahl, und erweise ihm dieselbe Güte. Denkt darüber nach, euch uns anzuschließen, Amico. Sobald euer Gewissen beruhigt ist. Ein ehrlicher Mann braucht eine ehrliche Arbeit. Es wäre mir eine Ehre. Hab Dank. Der weiß doch überhaupt nicht, was wir sind. Naja. Passt schon, ne? Guido Tutorini. Jetzt klingelt natürlich mein Telefon, ey. Ich glaube es ja nicht. Moment bitte. So Leute, da bin ich wieder. Ich musste kurz mit meinen Eltern telefonieren, denn die sind gerade in Urlaub und wollten mal einfach Hallo sagen. Und da die ja gerade weg sind, wissen die nicht, dass ich aufnehme. Oh, jetzt können wir sogar Assassinen rufen, ist ja super. Achso, mir ist übrigens gerade noch das Spiel abgestürzt, wegen Einrastfunktion von Umschalt, weil ich hier gerade mit so einem Schiff lang fahren wollte und ja, deshalb ist mir das Spiel dann abgestürzt und jetzt macht Ezio wieder irgendeinen Scheiß? Nein. Und jetzt werden wir... Ich
Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass das jetzt wieder passiert. Ich drück mal einfach zwischendurch ein paar andere Tasten. Ihr seht, wir können hier einfach mit einem Boot rüber. Das ist ja das Einzige, was ich hier zeigen wollte. Und, ah, da ist der Steg. Zack. Na, so klappt das doch. So, wir sind da. Zack, sind wir hier. Können jetzt auch zu dem Aussichtspunkt. Einmal hier hoch. Okay. So, da geht's wahrscheinlich hier hoch. Ja, korrekt. Okay. E für synchronisieren. Leider fehlt die epische Synchronisationsmusik. Dann kommt nur so eine Wüstenmusik. Die finde ich jetzt nicht so schön, ehrlich gesagt. Aber nun ja. Okay, wir können da hier auch wieder runterspringen. Und hier ist ein Tunnel. Die gibt es hier nämlich auch wieder. Die kennen wir ja schon aus Assassin's Creed Brotherhood. Die müssen wir allerdings nicht ausbauen. Die sind jetzt schon da, weil hier sind ja schon andere Assassinen vor uns gewesen. Und die sind natürlich Hightech hyper entwickelt und haben, kennen das alles schon. Und ja. Hier ist ein Buchladen. Tatsache. Ne, wir gehen jetzt erstmal zu dem nächsten Aussichtspunkt direkt. So. Ich habe gerade gesehen, dass man hier so lustig langspringen kann und ich mache sowas immer ganz gut. Was ist denn da unten? So, hier ist ein Thron. Ach, dann gehen wir doch mal hier runter. Ja, Alter. Oder dann möglichst hier rum, sonst macht er noch so eine in den Heuhaufen springen Animation und die möchte ich jetzt nicht haben. Noch ein bisschen Geld. Huch! Das war nicht geplant, aber es sah gut aus. Oh, hier ist direkt noch so ein Datenfragment. Ich wollte es gerade Datacron nennen, aber ist es ja gar nicht. Gehen wir mal hier hoch. Ach, Ezio, komm. Oh Mann. Wieso funktioniert das nicht so, wie ich das jetzt gerade gerne hätte? Ah, ja. Huch. Hab ich gar nicht gesehen. Wow. Mir hat mal wer gesagt, dass das, wenn er da so rüberläuft über so eine Stange, sieht aus wie Naruto, wurde mir gesagt. Kann ich nicht beurteilen, wenn ich kein Naruto gucke. Wer von euch Naruto guckt, kann ja mir mal sagen, ob das jetzt stimmt. Nee, ich will jetzt keinen Todessprung, ich will ja darüber. Nee, die will ich auch nicht haben. Ja, ich weiß, dass ich das gut gemacht habe. Ja, das macht sehr viel Bock, mit dieser Klinge zu klettern. Zumindest mir macht das Spaß. Ich hoffe, euch macht das auch Spaß. Mir macht das auf jeden Fall Spaß. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Minuten ich eben schon aufgenommen hatte. Ich glaube, es waren so um die 9. Ich habe nämlich gerade aus Versehen die Uhrzeit neu gestartet, die Trottel. Weil dann sind wir gleich fertig. Ich dachte gerade so, hä, irgendwie sind wir ja noch gar nicht weit. Dann machen wir... Was macht der denn da? Hallo? Osmanen. Datenbankzugang. Ups. Jetzt habe ich den gepackt. Die Schlacht von Barpheus, nur 50 Kilometer östlich von Konstantinopel, markierte im Jahre 1301 die erste überlieferte Erwähnung der Osmanen in der Weltgeschichte. Unter Führung eines Mannes namens Osman errang eine mittelgroße türkische Armee einen überraschenden Sieg gegen ihren byzantinischen Gegner und trieb die Griechen bis an den Rand des Marmara-Meers.
Die Niederlage schockierte die selbstgefälligen Byzantiner, obwohl sie bereits seit Jahrzehnten Schwierigkeiten hatten, ihren Einfluss über die Region aufrechtzuerhalten. In den nächsten 150 Jahren nahm Macht und Größe des Osmanischen Reichs quasi ungehindert stetig zu. Die osmanischen Sultane errangen Sieg um Sieg und übernahmen nach und nach die Kontrolle über viele Regionen des einst mächtigen Byzantinischen Reiches. Zuerst Anatolien, heutige Türkei, dann Thrakien, heutiges Ungarn, Griechenland, Mazedonien, Albanien etc. Mit der Zeit begann der zunehmende Einfluss der Osmanen in Osteuropa den Westen zu beunruhigen, insbesondere den Vatikan, dessen Hass gegenüber der orthodoxen Kirche nur angesichts des herannahenden im Islam wie ein unbedeutender kleiner Zwist schien. Doch als es hart auf hart kam, war nicht einmal der Papst bereit, den drängenden byzantinischen Kaiser, dessen Reich sich Mitte des 15. Jahrhunderts auf die Hauptstadt Konstantinopel und einige umliegende Dörfer beschränkte, Truppen zu senden. Ach, es geht noch weiter. Im Jahre 1453 fiel dann schließlich auch Konstantinopel nach einem 54-tägigen Kampf an die Osmanen. Unter der Führung des 21-jährigen Sultans Mehmed II. Brachen die Janitscharen durch die Stadtmauer. Auf die Janitscharen werden wir auch noch treffen, die sind ganz schön nervig. Als sie das Stadtzentrum betraten, begab sich der siegreiche Sultan sofort zur berühmten Hagia Sophia. Als er sie erreichte, soll er zu Boden gefallen sein und sein Haupt mit Erde beträufelt haben, als Zeichen des Respekts. Im Bestreben, seine Hauptstadt... Oh Gott, wie viel kommt denn da noch? Entschuldigung, aber das lese ich jetzt nicht alles vor. Ich dachte, da kommt irgendwas über den Byzantiner. Hey, lasst los! Kopfstoß, Kniestoß... Werfen. Cool. Ich mach mal Kniestoß. Bam. V-Kopfstoß. Bam. Tschüss. Ja, witzig. Cool. Und zum Abschluss machen wir noch Seilbahn-Action. Nein! Nein! Fail. Oh, Mann. Jetzt aber... Ey, komm! Seilbahn-Action! Ist mir egal, geh weg! Du stinkst. Entschuldigung. Huch, das war auch nicht so geplant. Komm, der muss doch jetzt diese Seilbahn da benutzen. Benutzen. Manu, ich will doch jetzt ein Seilbahn. So zum Abschluss. Hui! Ich wollte einfach gerade keine Gesundheit verlieren, weil wir die nur raten. Okay, aber hier jetzt, komm. Yay! Yeah! So. Dann haben wir jetzt auch noch eine Seilbahn benutzt, die auch funktioniert hat. Und das nächste Mal machen wir dann mit... Oh, da ist gerade ein... Hä? Wie sieht der mich denn durch die Palme? Kompe. Gute Nacht. Dann können wir den ja noch eben plündern. Vielleicht hat er ja noch was Cooles mit. Und dann beende ich jetzt hiermit auch die Folge. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part Let's Play Assassin's Creed Revelations wieder. Bleibt dran, bis dann!